Hier wird im Akkord geschweißt. 7 Tage die Woche, rund um die Uhr in 3 Schichten. Das tschechische Unternehmen Toax produziert Wohncontainer. Gebraucht werden sie in Deutschland für Flüchtlingsunterkünfte. Direktor Jan Petre kann sich vor Aufträgen kaum retten. Deutsche Städte und Gemeinden brauchen Unterkünfte für Flüchtlinge und das 100.000-fach. Die Situation spitzte sich zu im Frühjahr 2015. Da gab es eine unglaubliche Auftragsflut. Die Städte und Gemeinden hatten keine Unterkünfte und alle wollten sie am besten sofort geliefert haben. Das Unternehmen hat volle Auftragsbücher bis weit ins Jahr hinein. Die größten Aufträge der Firmengeschichte kommen aus Hamburg und München. Ausschlaggebend für die deutschen Auftraggeber ist nicht einmal der Preis, sondern die schnelle Lieferung. Wie am Fließband werden die immer gleichen Teile verbaut. Bei den Arbeitern sitzt jeder Griff. Die Container haben alle 18 Quadratmeter Grundfläche und können als Schlaf- oder Wohnzimmer genutzt werden oder werden mit sanitären Anlagen ausgestattet. Der Markt für Wohncontainer in der Tschechischen Republik ist übersichtlich. Wie hier werden sie als Zwischenlösungen für Kindergärten oder Schulen benutzt. Dieser Kindergarten entstand in nur 3 Monaten. In der Tschechischen Republik besteht kein Bedarf für Flüchtlingsunterkünfte. Im letzten Jahr wurden lediglich 300 christliche Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Studentin Laila Bateldi engagiert sich ehrenamtlich für Flüchtlinge. Sie kritisiert, dass bis in höchste Staatsämter hinein gegen Flüchtlinge aus Syrien gewettert wird. Sie selber betreut im letzten Sommer Flüchtlingstrecks in Kroatien und Serbien. Hier leben nicht viele Minderheiten, deswegen haben wir kaum Kontakt zu ethnischen oder religiösen Minderheiten. Die Menschen haben deswegen vor allem Angst. Während der tschechische Staat sich abschottet, profitiert Privatunternehmer Jan Petre. Im wirtschaftlich schwachen Nordböhmen sorgen die Flüchtlinge für ein kleines Wirtschaftswunder. Der Geschäftsführer will zusätzlich zu seinen 300 Mitarbeitern 80 neue Stellen schaffen. Unser Plan ist es, Abläufe weiter zu optimieren, um die Kapazitäten um rund 15% zu steigern. Wir wollen im Jahr 2016 8000 Container bauen. Doch wie lange dauert der Aufschwung? Bei einem Abflauen der Flüchtlingszahlen könnte der Auftragsboom genauso schnell wieder zu Ende sein, wie er angefangen hat.